Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Special hier auf Zwei Filmnerds für ein Halleluja. Wir sind Norbert und Johannes und heute geht es um den Film Licorice Pizza. Nee, um Licorice Pizza. Licorice? Mhm. Und wie ihr vielleicht schon gelesen habt, kam der heute raus und ist der neue Film von Starregisseur Paul Thomas Anderson. Diesen Mann haben wir zum Beispiel Filme zu verdanken wie There Will Be Blood oder vielleicht der bekannteste Boogie Night. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, haben wir in letzter Zeit fleißig weiter Filme geschaut und hoffe, ihr habt dies auch getan. Und ja, wir wollten euch einen kleinen Einblick darin nochmal geben, was wir so Gutes gesehen haben. Norbert, was kannst du empfehlen? Ja, dann würde ich sagen, wir werfen uns die Bälle zu. Ich sag zwei Filme, du sagst zwei Filme. Und so. Okay, gut. Zum einen, der Film, der mir bisher mit am besten gefallen hat, den ich im Kino gesehen habe, ist der Film Lamp. Ein Film, der in Island entstanden ist. Ein kleiner Film, der wahrscheinlich nicht in Multiplex-Kinos laufen würde. Aber ein Film, der mich sehr mitgenommen hat. Es passiert selten, dass ich über einen Film lange Zeit, nachdem er Abspann vorbei ist, noch nachdenke. Also der hat in mir nachgewirkt. Es geht um ein Ehepaar in Island, das auf einem Bauernhof lebt. Und an Heiligabend kommt etwas in diesen Bauernhof zu den Tieren, was das Leben der Bauern verändert, weil nämlich ein Lamm geboren wird, was etwas Besonderes ist. Ich verrate jetzt nicht mehr. Und das bringt die Bauern in Schwierigkeiten. Und der Film hat unglaublich schöne Bilder zu bieten, aber auch eine sehr starke Atmosphäre. Der ist von der ersten Minute an total spannend. Man weiß nie, was in der nächsten Minute passiert. Und das passiert mir selten, wenn ich einen Film sehe, dass ich so eine Anspannung in mir spüre und unbedingt wissen will, was kommt als nächstes. Das Ende hat mich dann, ich will es nicht spoilern, aber ein bisschen enttäuscht von dem Film, aber hat das Gesamtbild von dem Film jetzt nicht gestört. Wirklich ein sehr, sehr intensiver, toller Film, Lamp. Und der zweite, der mir gefallen hat, geht in eine ganz andere Richtung. Das war der Film Scream 5 oder auch einfach nur Scream, wie das heute modern ist, irgendwie Nummer wegzulassen. Ja, der fünfte Teil der Scream-Reihe. Ich fand ihn für mich eine Ecke zu brutal, zu plakativ in Szene gesetzt, was die Mordszenen anbetrifft. Und die Metaebene, mit der Film sich selbst und die Reihe zitiert, war mir zu oft, kam das vor. Aber dennoch ist er total spannend. Man ist wie immer dabei zu raten, wer ist der Mörder oder die Mörder. Und macht einfach Spaß, so mit den Figuren nochmal zu erleben, die man aus den vorherigen Filmen kennt. Und das ist wirklich eine ganz tolle Reihe. Es passiert selten, dass Filme, und das sind noch fünf Filme aus einer Reihe, wirklich alle gut sind. Ja, unterschiedlich gut, aber alle gut und spannend und machen Spaß. Und der fünfte reiht sich genau für mich in diese Reihe. Johannes, und du? Ja, ich setze kurz vorher nochmal ein und sage, dass ich Scream 5 auch sehr, sehr gut fand oder auch die ganze Scream-Reihe einfach für mich einen Platz in meinem Herzen hat, weil ich habe die Reihe auch erst vor ein paar Wochen gesehen, das erste Mal. Und ich muss ehrlich sagen, auch nach 20 Jahren ist diese Reihe immer noch unfassbar gut und so selbstreferenziell wie eigentlich nichts anderes, auch in diesem Genre speziell. Aber ich würde sagen, was ich Gutes gesehen habe, zum einen habe ich endlich geschafft, Boogie Night zu schauen, den Film von Paul Thomas Anderson, in dem es eigentlich um einen, Karriereaufstieg eines jungen Mannes geht, der in einer Branche für Erwachsene arbeitet. Und ja, sozusagen den Fall und Aufstieg eines Mannes erlebt, der eigentlich ein gutes Herz hat. Und der zweite Film, geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar
Es ist Baby Driver. Den habe ich mir jetzt schon, ich glaube, zum fünften Mal angeguckt. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine Schwäche für Filme von Edgar Wright. Seien es Filme wie Shaun of the Dead oder ja, Hot Fuzz. Oder jetzt Don't Look Up, aktuell läuft, ne? Aber nicht verwechseln, der ist von Adam McKay. Der hat so Filme gemacht wie... Danke für den Tipp. Wie The Big Short oder Vice oder... Den ich extrem gut fand, war Anchorman von dem, aber das ist eine andere Geschichte. Also, um nochmal auf Baby Driver zurückzukommen, es geht um einen, ja, jungen Fahrer namens Baby, und der fährt Fluchtwagen und, ja, muss einen letzten Auftrag für den Mafia-Boss erledigen und ist sozusagen frei, aber verliebt sich währenddessen in eine, ja, Kellnerin, und ja, dann mehr möchte ich zu diesem Film auch nicht sagen. Und die Hauptrolle spielt der, wie heißt der, Edgerton? Nein, also ich, den Namen weiß ich auch nicht mehr genau, aber das ist der aus, ja. Ich meine, der hat in West Side Story auch die Hauptrolle gespielt. Ja, genau, doch. Ja, der heißt Edgerton. Der heißt so? Oh, das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Ja, aber ich fand den Film ziemlich gut. Seht ihr, man kann einen Film fünfmal sehen und weiß den Namen des Schauspielers nicht. Ja. Weil man auf andere Dinge achtet. Ja, aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu unserem Hauptteil. Aber vielleicht auch nochmal für euch vielleicht gut zu wissen ist, wir haben jetzt beide einen... Ich habe noch weitere Filme. Du hast noch weitere Filme? Ja, ich habe noch zwei. Boah, das klingt ja gut. Dann machen wir weiter. Ja, dann das Jahr... naja, irgendwie muss man die Zeit durchziehen und kann gute Filme gucken. Ein weiterer Filmtipp an euch, ein Film, den ich gut fand, war The Ice Road. Ein Film mit Liam Neeson, diesem Action-Darsteller aus Taken, 69 Hours. Oder aus Mission. Ja, da ganz, ganz viele gute Filme gemacht. Und Liam Neeson dreht ja ganz viele so Action-Kracher. Manche sind gut, manche sind schlecht. The Ice Road fand ich jetzt besser, ein sehr spannender Film, wo es darum geht, dass in Nordamerika, in der Nähe, glaube ich, zu Alaska oder Kanada, jedenfalls wo tiefer Winter ist, wird gebohrt. Und dabei kommt es zu einem Unfall. Und dann sollen Rohre dahin transportiert werden zu dieser Bohrstelle, damit die Leute, die verschüttet sind, geborgen werden können. Und das ist super gefährlich, weil man dann mit Lastern diese Rohre transportieren muss und über Eis fahren muss. Deshalb Ice Road, die Eisstraße. Man muss sich vorstellen, mit Lastern, fetten Lastern, über eine Eisstraße zu fahren. Deshalb, man darf nicht anhalten, wenn man fährt. Man muss schnell fahren, sonst bricht das Eis ein. Ne? Also die Grundvoraussetzung total spannend. Und die Geschichte ist, die reißt einen echt mit, ist Spannung pur, super Action. Die Dialoge fand ich doof, aber das ist manchmal so bei Liam Neeson Filmen, dass die echt Hanebüchern sind. Aber der Film macht einfach Spaß. Wenn ihr gute Unterhaltung haben wollt, irgendwie 90 Minuten Ablenkung, toller Film dafür. Und der letzte Film-Tipp von mir, ein Film, den ich gut fand, euch empfehlen kann, aber am besten... Ihr seht den ersten Teil davon, ist nämlich der zweite Teil von A Quiet Place, also ein ruhiger Ort. Finde ich von der Grundidee ein sehr interessanter Film, wie schon der erste Teil. Es geht darum, dass irgendwelche Monster unsere Welt überfallen und diese Monster töten Menschen und alles, was sich bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie auf Geräusche reagieren. Ja, sie töten dann, wenn sie ein Geräusch hören. Das kann schon das kleinste Geräusch sein. Das heißt, die Menschen dürfen sich in der Nähe der Monster nicht miteinander unterhalten, nicht reden zum Beispiel oder eben keine Geräusche machen, weil sie sonst die Monster anlocken. Und wie der Film das zeigt und welche Spannung der dadurch aufbaut, ist unglaublich gut gemacht und reißt einen mit. Und das ist auch eine der wenigen, man würde schon sagen, Filmreihen, jetzt mit zwei Teilen, ein dritter wird wahrscheinlich kommen, wo ich sage, boah, der erste ist genauso gut wie der zweite und der zweite wie der erste. Tolle Filme, die man sich so back-to-back nacheinander anschauen kann. Tolle Darsteller, wirklich immense Spannung und man wird richtig gut unterhalten und ist danach, glaube ich wirklich, man wird ruhiger, weil diese ruhige Atmosphäre des Films einen doch in den Bann zieht. Hast du noch Filme, Johannes? Ja, also
Ich habe in letzter Zeit einen Film gesehen namens Licorice Pizza. Und das ist immer die noch perfekte Licorice Pizza. Immer noch Licorice Pizza. Genau. Auf Englisch. Aber ist echt, der Name hat es in sich. Ne? Also, als ich zuerst diesen Namen gelesen hatte, ich mir, wie sollst du das aussprechen? Licorice, ich glaub, ich genannt. Auf Italienisch oder also ist Licorice, ganz, Licorice Pizza. Aber es ist wirklich, es ist ganz, ganz komischer Name. Aber wir kommen ja später noch zu der Bedeutung des Titels. Ne? Ja, und ich finde, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem Hauptthema. Und was ich noch kurz einwerfen möchte ist, wir freuen uns natürlich immer wieder gerne über euer Feedback. Und wir haben es jetzt auch geschafft, dass wir beide einen Letterboxd-Account haben. Der Link wird bei uns auf der Webseite, ja, veröffentlicht oder auch bei uns auf Instagram. Für alle, die nicht genug von Filmen kriegen wie wir, können dort immer, ja, schauen, was wir geguckt haben oder wie wir Filme bewertet haben oder unsere persönliche Meinung zu den besten Filmen der letzten Jahre. So, aber worum geht es eigentlich in Licorice Pizza? Licorice Pizza. Licorice Pizza. Also Licorice Pizza hat eigentlich überhaupt nichts mit Pizza zu tun und auch nicht mit Licorice, was auf Deutsch vom Englischen her übersetzt Lakritz bedeutet. Weder mit Lakritz noch mit Pizza tauchen auch beides nicht im Film auf, dazu aber später. Worum es in dem Film geht, im Licorice Pizza, der jetzt gerade vor diese Woche gestartet, beziehungsweise heute. Ja, heute gestartet ist. Wir haben den schon früher sehen dürfen, ein paar Tage vor Premiere. Es geht um die Geschichte zwischen Elena Kane und Gary Valentine. Und diese Geschichte spielt 1973 im San Fernando Valley in Amerika. Mit dem Zeitkolorit, also der 70er Jahre, von der Musik her, von den Bildern und den Frisuren und den Klamotten. Man merkt direkt, dass man in den 70ern ist. Und es geht darum, dass Elena und Gary an einem bestimmten Punkt ihres Lebens aufeinandertreffen in der Schule. Gary ist 15 Jahre alt und Schüler und Elena ist 25 Jahre alt, also 10 Jahre älter und Assistentin eines Fotografen, der gerade in der Schule Schulfotos macht. Die beiden begegnen sich auf dem Schulhof und finden irgendwie zueinander und Gary lädt sie ein, so zum Abendessen. Sie zögert noch, weil sie sagt, ey, du bist 15 bis 10 Jahre jünger, was will ich mit dir? Aber lässt sich dennoch einladen und langsam mit der Zeit und über den Film hinweg entsteht eine interessante Beziehung zwischen den beiden. Freundschaft, dann die Versuche, doch eine Partnerschaft zu und Freundschaft auf bei dem einen und doch irgendwie mehr Liebe bei dem anderen, bis sie am Ende dann doch zueinander finden und aus Freundschaft eben mehr wird. Und wie man dahin kommt oder wie die beiden dahin kommen, davon erzählt der Film. Oder ob sie da überhaupt hinkommen. Ich habe jetzt gespoilert, ist so. Ja, aber die Sache, die ich total interessant fand, als wir beide den im Kino gesehen haben, war der brachiale Cast. Also, wenn man sich die Castliste so anschaut, sieht man erstmal so, ja, da sind zwei No-Names, die spielen die Hauptrollen. Und dann kommen so Leute wie Sean Penn und Bradley Cooper um die Ecke, von denen man weiß, dass das Hollywood-Giganten sind, die auch schauspielerisch extrem gut sind. Und da will ich jetzt gerne schon einmal reingreifen. Und ich würde gerne über Sean Penn und Bradley Cooper sprechen, weil ich weiß, du hast so viele Informationen zu den anderen beiden, dass ich dir das nicht vorgreifen möchte. Ja, ich würde einfach mal anfangen mit Bradley Cooper, ohne wirklich viel zu spoilern, was bei diesem Film eigentlich nicht wirklich geht, wenn man nicht spoilern kann irgendwie. Es geht, er spielt einen Filmproduzenten, würde ich jetzt sagen, der aber auch einen Friseursalon hat, was man sehr an seiner Frisur merkt. Und ja, der ist schon, wenn man das so sieht, so ein richtiger Prolet, wie er im Buche steht. Total läppsch zu allen Leuten um sich rum, versucht jeder Frau hinterherzulaufen und macht das auch verbal sehr, sehr oft, ja, öffentlich und lebt in einer großen Villa. Ja, und ich finde, das ist vermutlich Bradley Coopers beste Rolle, die ich jemals gesehen habe. Es ist so total überdreht. Hast du Star is Born nicht gesehen? Ich habe den Hangover gesehen. Hallo? Aber ich fand, das American war schon Sniper.
Also ich muss trotzdem sagen, das war das Beste, was Bradley Cooper meiner Meinung nach jemals gespielt hat, weil das so over the top war und ich so genial fand und das angebracht fand und nicht so wie in House of Gucci von ja. Aber Bradley Cooper hatte auch richtig Bock auf diese Rolle, denn er hat sie gedreht in der Zwischenzeit, wo er Nightmare Alley gedreht hat, der jetzt auch in den Kinos genau, vor einer Woche. Ja. Und als die anfingen, Nightmare Alley zu drehen, das war im Februar 2020, und er spielt dann die Hauptrolle drin und dann kam Corona und nach ein paar Tagen mussten sie den Dreh abbrechen und man wusste nicht, wie es weitergeht. Und in der Zwischenzeit hat er dieses Angebot bekommen, diesen kurzen Cameo-Auftritt eben in Licorice Pizza zu machen, und er war so froh, dass er dann arbeiten konnte, dass er dazu gesagt hat, und so kam er zu diesem Cameo-Auftritt tatsächlich und hat der Auftritt ist ja wirklich 5 Minuten oder so, und dann hat er anschließend dann im Herbst 2020 weiter an Nightmare Alley gearbeitet. Ja, und zu Sean Penn kann man nur sagen, Sean Penn ist einfach wie immer ein Brett, also der zieht sein Ding durch und spielt das so cool, lässig runter und nimmt damit eigentlich dieses komplette Klischee eines Hollywood-Schauspielers total aufs Korn, weil er ist so in dem Sinne parodiert, wie es eigentlich im Bilderbuch steht. Eine arrogante Person, der alle Menschen um ihn herum egal sind, Hauptsache man steht im Vordergrund und ja, würde auch jüngeren Menschen oder die versuchen mit, ja, jetzt vielleicht nicht so legitimen Deals an Land zu ziehen, aber was auch nicht viele wussten, war, das war auch eine reale Person, die heute, glaube ich, immer noch lebt. Und der Schauspieler heißt William Holden, den er verkörpert. Ja, und ich glaube, ich übergebe dir und bin mal gespannt, was für interessante Facts es gibt zu den beiden, ja, Hauptschauspielern. Ja, was ich noch ergänzend sagen möchte, ich finde das total spannend, dass du hast eben diesen beiden Größen genannt, ne? Und ich war so froh, Champagne auf großer Leinwand mal zu sehen. Ich glaube, der ist für mich bewusst irgendwie 20 Jahre von Leinwand verschwunden und hat nur in kleineren Filmen dann mitgedreht. Aber es ist ein ganz großer Dead Man Walking mit ihm, also Wahnsinnsfilm. Ganz großer Schauspieler und mir so froh, den wiedergesehen zu haben. Und eben Bradley Cooper auch in einer besonderen, verrückten Rolle. Und dass die beiden, die einzigen großen Schauspieler in diesem Film, Cameo-Auftritte haben, finde ich so großartig an dem Film, ja. Also, weil man könnte, sonst setzt man ja oftmals gerne in Blockbuster große Schauspielernamen rein, weil das Geld reinscheffelt. So. Und der Regisseur hat eben nicht die Großen genommen, so als Hauptdarsteller, sondern total unbekannte Leute. Und das ist für mich so ein Zeichen, ey, da geht's nicht nur ums Geld machen, beim Filmemachen, sondern da geht's auch um Kunst, um Herz und um eine Botschaft und den Leuten was mitzugeben, ja. Und deshalb fasziniert mich das besonders, dass die beiden Hauptdarsteller, die eben die Alana und den Gary spielen, zwei relativ junge Menschen sind, die bisher noch nie in einem Film mitgespielt haben. Und das finde ich so mutig von dem Regisseur Paul Thomas Anderson. Der hat ja wirklich mit den ganz großen Hollywoods Filme gemacht. Jeder leckt sich die Finger in Hollywood, mit diesem Regisseur Filme machen zu können. Der könnte jeden haben für seine Filme. Und du hast es ja eingangs gesagt, wenn der Filme dreht, da hat er immer zig Darsteller in seinen Filmen drin. Der könnte jeden haben. Und der hat sich als Hauptdarsteller zwei total Unbekannte genommen, mit denen man bisher nichts verbunden hat, keinen Film und so, ne? Weil er an diese jungen Menschen geglaubt hat. Der eine, der den Gary Valentine spielt, ist Cooper Hoffman. Und Cooper Hoffman ist 18 Jahre alt, spielt einen 15-jährigen Film, ist aber 18. Und er ist der Sohn von dem berühmten Schauspieler Philip Seymour Hoffman, der 2006 den Oscar gewonnen hat, zum Beispiel, und viele, ich glaube 5 Filme mit dem Regisseur auch gedreht hat. Und der hat sich 2014 selbst umgebracht, weil er auch an Depressionen gelitten hat und so. Und sein Sohn spielt jetzt in einem Film von dem Anderson, der vorher halt 5 Filme mit seinem Vater gedreht hat. Also auch etwas ganz Besonderes. Und der hat dem Jungen zugetraut, dass er eine Hauptrolle übernimmt, obwohl er vorher noch nie Filme gemacht hat. Finde ich echt stark von dem Regisseur. Ja, und die andere, die Hauptdarstellerin, die Alana Kane spielt, die heißt zufällig auch im wirklichen Namen auch Alana Haim mit Nachnamen. Und Alana Haim ist eine Person, die auch noch nie Filme gedreht hat, aber Musikvideos. Und zwar auch mit diesem Regisseur, Paul Thomas Anderson. Denn sie gehört einer Mädchenband an, die heißt
Haim, die schon mehrere Platten aufgenommen haben und so Musikvideos gemacht haben, aber sie hat eben noch nie in einem Film mitgespielt. Und nicht nur sie spielt in einem Film mit, sondern sie hat gleich ihre ganze Familie mitgenommen, weil ihre beiden Schwestern aus ihrer Band spielen auch tatsächlich in dem Film ihre Schwestern und die waren auch noch nie in einem Film. Und ihr Vater spielt auch in dem Film ihren Vater und der hat auch noch nie in einem Film mitgespielt. Also der Regisseur hat wirklich neuen Leuten eine Chance gegeben, sich als Schauspieler zu beweisen. Und der beweist ein unglaubliches Händchen, der Regisseur, Menschen zu führen und irgendwie das Beste aus ihnen rauszuholen. Erstmal wirklich den Talent zuzutrauen und dann das Beste aus ihnen rauszuholen. Und dass er das gemacht hat, sieht man, wenn man diesen Film sieht, weil die beiden wirklich unglaublich gut spielen. Man glaubt nicht, dass die vorher noch nie einen Film gemacht haben. Und die Realität beweist es auch, denn die beiden waren tatsächlich nominiert für den Golden Globe als beste Darsteller dieses Jahr. Und mal sehen, ob sie für den Oscar auch nominiert werden, würde mich nicht wundern. Ja, und der Film bietet darüber hinaus viele, viele andere interessante Persönlichkeiten, skurrile Charaktere, die Elena und Gary auf ihrem gemeinsamen Weg begegnen. Ja, um nochmal das mit der Realität und Fiction auszuführen. Der Vater von Leonardo DiCaprio hat auch einen Auftritt und zwar als Wasserbettverkäufer. Und ich glaube, keiner von euch weiß das. Der Vater von Leonardo DiCaprio war im echten Leben auch Wasserbettverkäufer. Und deswegen ist es einfach total genial, diese Brücke wieder zu schlagen, obwohl er dann im Laufe der Zeit in einen oder anderen Film mitgespielt hat, aber jetzt nie wirklich diesen Erfolg hatte und jetzt diesen Cameo hatte, was ich total cool fand. Und was man auch zu diesem Film vielleicht sagen muss oder sagen kann, ist, wer nichts mit Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino anfangen konnte, könnte Probleme mit diesem Film bekommen. Nicht unbedingt, weil ich mit diesem Film nichts anfangen konnte, zum Beispiel Once Upon a Time konnte ich nicht. Du konntest nichts damit anfangen. Ich fand ihn furchtbar. Ich fand ihn so langweilig und so viele Dialoge und vor allem zum Schluss so gewalttätig. Aber das ist Quentin Tarantino, es gibt Filme, die liebe ich von ihm und es gibt Filme, die finde ich furchtbar. Und der gehört definitiv für mich dazu. Und trotzdem liebe ich diesen Licorice Pizza. Aber du weißt schon, dass dir gegenüber an diesem Tisch ein totaler Freak von Quentin Tarantino ist, der jeden Film liebt. Jeder Mensch hat Fehler. Ich akzeptiere das auch bei dir. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte bei diesem Film dasselbe Gefühl, als ich damals das erste Mal Once Upon a Time in Hollywood geguckt habe. Ich habe den Film leider nicht im Kino gesehen. Also Once Upon a Time in Hollywood. Und das war für mich so der erste Film, den ich so wirklich wahrgenommen hatte von Quentin Tarantino. Ich hatte mich nicht wirklich viel mit Filmen beschäftigt, weil das war ja auch in der Zeit 2019, als der Joker rauskam. Ich habe ihn, ich glaube, ein paar Monate später gesehen, als er dann endlich digital rauskam. Und war total begeistert von diesem Film. Und habe mich seitdem echt aktiv auch mit Tarantino beschäftigt. Und so war das jetzt auch mit Licorice Pizza, dass ich angefangen habe, Paul Thomas Anderson Filme zu gucken. Und das hat mir einfach diesen Flashback gegeben zu einem Film, mit dem ich sehr viel verbinde und das jetzt in diesem Film wieder interpretiert habe und das Gleiche gesehen habe, was Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat, nur in Perfektion. Damit möchte ich nicht sagen, dass Once Upon a Time in Hollywood ein schlechter Film ist, aber Licorice Pizza ist meiner Meinung nach nochmal eine Schippe besser in allen Belangen, weil dieser Film einfach so unfassbar menschlich ist, der beschreibt einfach das Leben als Jugendlicher und zeigt uns vor, dass jeder auch die Chance hat, was zu erreichen und dass es normal ist, dass jeder so ist, wie er ist. Und diese Ausführung von der ersten Liebe und ja, dann zeigt diesen Kontrast zwischen einem Jungen, der Schauspieler ist, der relativ wohlhabend, würde ich mal sagen, also der relativ wohlhabend ist, der aber versucht, aus allem Geld zu machen, also so ein richtiger Kapitalist ist, der versucht, jedes Gelausche, was er irgendwie aus der Politik mitbekommt, zum Beispiel, dass im Laufe der nächsten Woche dass der Flipper wieder legalisiert wird und dann direkt anfängt, Flipper zu verkaufen und einfach versucht, nur
geschäftlich zu denken und dann im Gegenzug eine Alana hat, die eigentlich absolut nichts damit anfangen kann, sondern eher total sozial ist. Und das würde ich auch sagen, ist der Grund, warum dieser Film Lakritzpizza eigentlich heißt, weil man diesen Gegensatz hat von zwei verschiedenen Dingen, die nicht miteinander zu tun haben. Ja, stimmt, wo Welten aufeinanderprallen, ne? So wie eben Lakritz und Pizza nicht zusammenpasst und bei den beiden auch, die aus verschiedenen Welten kommen, verschiedene Vorstellungen haben, ne? Wie du eben sagst, Gary weiß schon immer, was er machen will und als nächstes machen will, hat immer eine Idee im Hinterkopf, so. Totaler Geschäftsmann. Apropos, das ist immer typisch für Paul Thomas Anderson Filme. Es geht immer um Kapitalismus und um Leute, die Geschäfte machen und so. Ist mir so aufgefallen, als ich seine Filme gesehen habe. Und Elena eben so die Frau, die eigentlich nicht weiß, wo sie im Leben landen will, die immer verschiedene Jobs macht und innerhalb des Films auch wechselt sie immer wieder die Stelle. Einmal ist sie die Geschäftspartnerin von dem Gary, vorher die Fotoassistentin, dann arbeitet sie für einen Politiker als Beraterin und so und die weiß nie oder will sich als Schauspielerin versuchen, die weiß nie so richtig, wo ihr Platz im Leben ist, ne? Oder welcher Mensch an ihrer Seite sein soll, was sie möchte, während Gary genau das Gegenteil ist. Und deshalb, Lakritz, Licorice Pizza ist ein super Titel dafür, auch wenn er so sperrig ist. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass zum Beispiel dieser, woher da der Name kommt und wieder dem Regisseur eingefallen ist. Und zwar, eigentlich sollte der Film Gary und Elena heißen oder Elena und Gary. Dann hat sich der Regisseur aber entschieden, nee, das klingt ja wie Harry und Sally oder so. Wir benennen das um und dann kam er auf die Idee, denn es gab früher mal ein Plattenlabel, das so hieß, Licorice Pizza. Und das taucht sogar in einem Film auf, einem der Lieblingsfilme von dem Regisseur, Paul Thomas Anderson, nämlich Richmond High. Das ist eine Teenie-Komödie von 1982, auf Deutsch, ich glaube, ich stehe im Wald, heißt die. Und da taucht in einer Szene tatsächlich dieser Plattenladen Licorice Pizza auf. Und den hat er genommen, aber auch, weil das symbolhaft eben für die Beziehung zwischen den beiden steht, ne? Und Johannes, wenn wir schon bei der Beziehung zwischen den beiden sind, du sprachst eben auch von Freundschaft, von Liebe. Ich fand das sehr interessant, wie der Film es zeigt, wie Menschen, ja, die irren und wirren von Liebe, von Beziehung, von Freundschaft, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst oder auch ihr als unsere Zuhörer. Wenn man zum Beispiel jemanden trifft, den man total gern hat, und man verliebt sich in ihn, aber der andere erwidert die Gefühle nicht. Also wie schwierig das ist, ne? Dann zu sagen, okay, ich bleib dabei, dass ich eine Freundschaft haben möchte, obwohl der andere nicht mehr will, und man leidet dann darunter, oder man schießt den anderen ab und damit auch die Freundschaft, ne? Also wie geht man damit um, wenn die Gefühle nicht so genauso erwidert werden? Und in dieser Frage geht der Film ständig nach, weil das ist so zwischen den beiden wie so ein Ping-Pong-Spiel. Man merkt das daran, dass die im Verlauf des Films, in dem, was sie immer wieder erleben, auch mit anderen Menschen erleben, anderen Partnern erleben, dass sie doch immer merken, dass sie irgendwie eifersüchtig sind, so auf andere, wenn andere Menschen dazukommen in das Leben des jeweils anderen und durch dieses Eifersüchtigsein doch merken, dass sie, was sie aneinander haben, gleichzeitig aber sich immer auch verbal bekämpfen und das gar nicht sich eingestehen können, was sie wirklich füreinander empfinden, bis eben zum großen Finale, ne? Also für mich zeigt der Film wirklich unglaublich gut, wie schwierig es ist, so als heranwachsender Mensch oder auch als Mitzwanziger wirklich einen Sitz im Leben zu finden, zu wissen, was man will und wen man will und ja, sich das einzugestehen, dem anderen Liebe einzugestehen, sich klar zu sein, verbindet einen mehr als Freundschaft oder belässt man es bei der Freundschaft oder lässt man es ganz bleiben. Also da diese Themen gingen auch mir nach dem Film nochmal nach, so wo ich selbst an mein Leben zurückgedacht habe oder auch an andere gedacht habe, die in so Beziehungsfallen oder Beziehungsproblemen stecken. Ja, der Film ist wirklich da, wie du sagst, auch total, finde ich, realistisch, ne? Ja, definitiv. Und was man vielleicht noch abschließend sagen könnte, bevor wir zu unserem Fazit kommen, dass dieser Film ja sehr, sehr bodenständig ist. Also man sieht ja eigentlich nichts anderes als die bittere Realität in jeder einzelnen Figur und in jedem einzelnen Charakterzug der Figuren kann jeder ein Stück seines Lebens ja auch sehen. Sei es der Arrogante, sei es der Sympathische, sei es der
Suchende oder der Findende. Und das sind alles so Aspekte, die ich in diesem Film total genial fand. Und das für mich schon zu einem der Highlights des Jahres macht. Ohne jetzt zu wissen, dass in naher Zukunft noch so Brecher kommen wie The Batman oder The Northman, von denen ich mir sehr, sehr viel erwarte. Aber Licorice Pizza ist für mich jetzt schon ein unfassbarer, ja, Juwel des Filmbusiness, an den ich mich immer wieder gerne erinnere und mich schon darauf freue, wenn der, ja, zu Hause verfügbar ist fürs Heimkino, dass ich mir noch definitiv mehrmals anschauen werde, weil dieser Film, ja, hat mich sehr, sehr tief berührt. Ich muss doch ehrlich sagen, als ich aus dem Kino rausging, hatte ich erstmal so gemischte Gefühle. Aber es ist halt immer so bei Filmen von Paul Thomas Anderson oder Quentin Tarantino. Filme reifen mit der Zeit wie ein guter Wein. Und je länger man über etwas nachdenkt, desto besser kann es werden, in dem Beispiel jetzt. Oder im Falle von Spider-Man, desto schlechter wird es. Aber das sind wiederum so Sachen, die einen guten Film ausmachen. Weil wenn etwas nur gut ist, weil man auf diesen, ja, Wow-Effekt setzt, dann ist es eine One-Man-Show. Und dann ist es kein reines Konsumprodukt, sondern kein anspruchsvolles Werk, was individuell seine Stärken ausspielt und jeden Menschen in jeder Lebensart und Weise begleitet und auch stärken kann. Ich finde auch, und der Regisseur Paul Thomas Anderson, ich glaube, das passiert mir selten, dass ich, der hat ja gesagt, 8 Filme gedreht. Und es passiert mir selten im Leben, dass ich die Filme eines Regisseurs komplett aufzählen kann. Und das kann ich bei ihm, weil jeder seiner Filme unwiederholbar ist und prägnant und wirklich einmalig. Der hat so wiederholende Motive, wie eben irgendwie, dass es bei seinen Filmen ganz oft um Beziehungen geht, gerade zwischen irgendwie einer Vaterfigur und einem Mann oder einem Jungen. Oder, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass in seinen Filmen immer Leute laufen. Dass Ja. in jedem seiner Filme laufen Leute, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel. Aber das Ding in Beziehung ist immer so wichtig. Aber ja, ich kann wirklich, die Filme von ihm, die sind so, er hat angefangen mit Last Exit Reno und der war damals, als er den gedreht hat, 26 Jahre alt. Und da hat er schon große Schauspieler in dem Film drin gehabt, ne? Und dann hat er weitergelegt mit Boogie Nights und Magnolia und Punch Drunk Love und There Will Be Blood, The Master, Am Seidenen Faden, Inherent Vice und jetzt eben Licorice Pizza. Und der hat in seinen 8 Filmen über 8 Oscar-Nominierungen schon bekommen. Als Produzent, als Drehbuchautor, als Regisseur. Also mir wird kein anderer Regisseur einfallen, der so viele Auszeichnungen schon oder Nominationen bekommen hat. Aber dass nicht mal so viele wie La La Land alleine bekommen hat. Ja, oder Herr der Ringe oder so. Aber das ist wieder eine andere La La Geschichte. La La Land. Wir beide und La La Land, das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht zum Thema Aber gemacht Johannes, wird. neben der Begeisterung für den Filmregisseur, ich kann euch wirklich die Filme von ihm nur empfehlen. Das sind Jedes ist irgendwie ein Meisterwerk, absolut. Was mir total an dem Film gefallen hat und eine wichtige Sache, die mir gerade jetzt noch einfällt, ist der Soundtrack. Der Ja. Soundtrack ist der absolute Hammer. Der hat Musik aus den 70ern und zwar oftmals Filme, die von 1973, wo der Film auch spielt, Musik, die genau da in diesem Jahr im Radio gespielt wurde, weil der Regisseur sich die Musik-Hitliste der von 1973 angeschaut hat und hat geschaut, ey, was lief damals, und hat das dann eingebaut. Und mich hat der Film wirklich mit seiner Musik auch begeistert, weil er sehr stark so die Themen des Films, bestimmte Szenen unterstreicht mit seiner Musik. Und ich habe ganz neu Musikstücke für mich kennengelernt. Und das finde ich so großartig, wenn ein Film das leistet, dass man sich nicht nur für den Film interessiert, sondern auch für die Musik im Film. Also ich habe zum Beispiel nachgeforscht, ich habe mir angeschaut, welche Lieder sind im Soundtrack drin, ne? Und ich habe mir den Soundtrack dann geholt und angehört. Und dann habe ich neue Songs für mich entdeckt von Leuten, die mir schon bekannt sind. Zum Beispiel Paul McCartney, The Doors, David Bowie. Oder auch Sonny und Cher haben Songs drin, aber Songs, die ich nicht kannte von ihnen. Ja? Oder den von David Bowie habe ich neu kennengelernt. Aber
das finde ich auch faszinierend, wenn ein Film das schafft, dass er über sich selbst hinausweist und man Interesse bekommt, noch mehr mitzubekommen und sogar sich den Soundtrack dann holt und anhört, weil er wirklich fantastisch ist. Und wenn man den Soundtrack hört, dann sieht man innerlich Bilder aus dem Film, denn die passen wunderbar dazu. Und die Musik ist eine unglaubliche Bereicherung. Und ich finde es total stark, dass nicht nur einen neuen Film gefällt, sondern man über den Film sogar noch neue Musik zu hören bekommt oder zu lieben bekommt. Deshalb kann ich auch den neben dem Film euch wärmstens wirklich empfehlen. Ja, wärst du bereit, eine Punktevergabe zu machen? Aber ich habe mein Fazit noch nicht gesagt. Oh, dein Fazit? Ja. Dann kommen wir erst zu unserem Fazit. Also mein Fazit ist, Licorice Pizza ist ein leckerer Film. Ohne Pizza, ohne Lakritz. Ist auch gut so, weil ich keinen Lakritz mag. Ist ein Film, der einen auf eine Zeitreise in die 70er nimmt, der einen aber auch eine innere Reise nimmt zu zwei Figuren, mit denen man wirklich mitgehen kann, deren Gefühlsleben mitbekommt, deren Wirren und Verwirrungen und Entwirrungen und einfach mit den beiden mitfiebert. Und ich glaube, ganz egal, ob man den Film vom Anfang an sieht oder irgendwie in der Mitte des Films erst einsteigt und dazu kommt, den zu gucken, der Film funktioniert, weil man in diese Welt hineingeschmissen wird von den beiden und die einfach zu jeder Zeit im Film funktioniert. Also ein Film, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Tolles Drehbuch, tolle Darsteller, die unglaubliche Geschichte um den Film herum eben, die wir euch versucht haben hier mitzuteilen. Tolle Songs, tolle Kameraarbeit, wirklich einmalig eingefangene schöne Bilder. Und das ist so ein Film, der wirklich ein Feel-Good-Movie ist. Ich bin da rausgegangen und ich fühlte mich nach dem Film total gut. Und das tut mir auch merklich gut in dieser Januar-dunklen Jahreszeit. Also Filme, die eine gewisse Leichtigkeit haben, aber auch nicht oberflächlich sind, sondern wirklich auch Tiefe haben, die einen weiter beschäftigen, aber positiv beschäftigen. Deshalb, ich sage Daumen hoch und für mich ist das ein Film, wo ich sage, hey, wenn ich 10 Punkte zu verteilen habe, verteile ich die auch. 10 von 10. Also, dem kann ich mich nur anschließen, in jedem einzelnen Wort. Vielleicht würde ich sogar noch weitergehen und sagen, es ist ein Meisterwerk der Filmkunst in den 2020er Jahren, ohne zu wissen, was noch kommt, weil ich denke, dieser Film kann eine komplette Generation prägen, wenn wir es denn zulassen und wenn wir diesen Film an uns ranlassen und an unsere vielleicht, für die vielleicht aktuell in der Phase sind, wo sie jüngere Kinder haben, vielleicht denen diesen Film auch mal zeigt, weil der Film hat jetzt auch eine relativ geringe FSK, soweit ich weiß, ich glaube 6 oder 12 müsste der haben, und ja, damit denen über den Film sprechen, warum das gemacht wird. Und ich denke, dieser Film kann sinnbildlich nicht nur für die Jugend der 70er sprechen, sondern auch für uns sinnbildlich stehen. Und deswegen schließe ich mich nur an und gebe diesem Film auch sehr, sehr gerne die 10 von 10 Punkten, die dieser Film verdient. Und nicht nur wir haben das gemacht, sondern ich habe auch gelesen, der ist in den USA von den Filmkritikern unter die 10 besten Filme von 2021 gezählt worden. Wow. Ja, also vielleicht noch eine witzige Geschichte. Ich bin auf diesen Film eigentlich nur darauf hingewiesen worden von David Hein. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der hat den YouTube-Kanal Behind und der hat da seine Top 10 Filme 2021 vorgestellt und da war der bei ihm auf Platz 1. Und ich kann das verstehen. Ich würde den vermutlich auf Platz 2 wählen, wenn er letztes Jahr rausgekommen wäre, weil ich den Film Der Rausch noch umwerfender fand. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen, um nochmal vielleicht zu wissen, wie ich auf den Film aufmerksam geworden bin. Ja, und wie ich auf den Film kam, ist durch dich, Johannes. Also, weil ich habe davon eigentlich nicht viel mitbekommen. Ich bin tatsächlich eher einer, der so auf Blockbuster schaut oder die Filme, über die alle sprechen. Und bin dankbar, dass du den vorgeschlagen hast und auch gezeigt hast, wo man den sehen kann, weil echt, ich habe jetzt geschaut, heute zum Beispiel in Köln kann man den gar nicht sehen. Ja, also wir haben den in Wuppertal ja gesehen, das ist nur wirklich in ausgewählten Kinos, was total schade ist. Den Film müssten viel, viel mehr Menschen sehen. Ne? Aber dafür ist Mundpropaganda wichtig, dass man dem anderen erzählt, so wie du es mir erzählt hast, wir machen das jetzt, geben an euch weiter. Wirklich, es lohnt sich. Und wenn man den nicht jetzt im Kinos aktuell sehen kann, der kommt bestimmt bald in den Handel oder Streamingdienst und da echt nicht verpassen, Leute, markieren, irgendwo merken diesen Titel, Licorice Pizza. Und vielleicht zum Abschluss noch sagen, das war auch für uns ein wunderbares
Kinoerlebnis, weil das war wahrscheinlich das schönste Kino, in dem ich jeweils war. Wir hatten wunderbares Feeling der 70er, wenn man so sagen könnte. Wir hatten richtige große Lederstühle, wir hatten eine wunderschöne Leinwand, wir hatten sogar noch mit einem Vorhang, der per Hand zur Seite gezogen wurde, in Rot, und es war einfach wunderschön. Und wo jemand reinkam und vor dem Kinogenuss Kinoeis anbot. Ja. Das ist auch super selten, dass noch Eis angeboten wird oder Süßigkeiten vor dem Film, jemand dann reinkommt. Und ich habe einen unglaublich guten Kaffee getrunken. Ich glaube, das war der beste Kinokaffee meines Lebens. Rex Filmtheater Wuppertal, Schleichwerbung. Dem schließe ich mich nur an. Und zum Abschluss würden wir euch gerne noch einen Film mit nach Hause geben, den ihr euch vielleicht in naher Zukunft anschauen würdet. Ich würde einfach mal anfangen und sagen, ich empfehle euch The Place Beyond the Pines. Auch ein Film mit Bradley Cooper und Ryan Gosling. Und es geht um drei Leute, die im Vordergrund stehen. Und mehr möchte ich eigentlich auch nicht sagen. Es ist ein Film, der aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird und über Jahre erzählt wird. Und für mich, die mich bei Letterboxd verfolgen, sehen, dem ich glaube ich auch 5 von 5 Punkten gegeben habe bei Letterboxd, und das habe ich ja auch sehr gerne gemacht, weil dieser Film mir sehr, sehr viel bedeutet hat, auch wenn wahrscheinlich nicht viele mit diesem Film was anfangen können, weil der sehr speziell ist. Aber wer auf richtig gute Krimis setzt und jetzt nicht direkt nur diesen Krimi-Aspekt sieht, sondern auch das Drama-Aspekt und auch mal das Sitzfleisch hat, 2 Stunden und 40 Minuten sich hinzusetzen, der erlebt einen Film, der einen unfassbar in den Bann zieht und einen auch noch Monate danach berührt und zum Nachdenken bringt. Und meinerseits kann ich euch wärmstens empfehlen, auf Netflix den Film Don't Look Up mit DiCaprio und Leonardo DiCaprio, dessen Vater jetzt in Licorice Pizza mitgespielt hat, und Jennifer Lawrence unter anderem und ganz vielen anderen großartigen Darstellern. Ein Film, der momentan sehr viel diskutiert wird, weil man pro oder gegen diesen Film sein kann oder wie er seine Themen anbringt. Es geht darum, dass ein Meteorit auf die Erde knallt und 2 Wissenschaftler warnen davor, dass das in 6 Monaten sein wird. Und man sieht dann, wie die Politik und die Medien dann damit umgehen und das nicht ernst nehmen. Man kann den Film auf vielen Ebenen lesen, zum Beispiel als Kritik an unserem Umgang mit der Schöpfung, was Ökologie anbetrifft, dass wir das nicht ernst nehmen, oder auf anderen Ebenen. Der Film macht wirklich Spaß, ist ein bisschen zu lang mit 2,5 Stunden vielleicht, ich hätte ihn auch kürzer vorstellen können, aber hat wirklich großartige Dialoge, großartige Schauspieler und eine sehr, sehr wichtige Botschaft eben. Deshalb schaut ihn euch an und diskutiert mit. Die Botschaft ist auch sehr, sehr wichtig zur heutigen Corona-Pandemie. Den Film kann man 1:1 auf unsere heutige Zeit widerspiegeln, ohne das Thema zu verändern. Vielleicht außer den Meteoriten, vielleicht Corona zu nehmen. Und das Witzige war, die haben ja angefangen zu drehen, bevor es Corona gab. Also die kannten Corona noch gar nicht und dann trotzdem einen Film zu erschaffen, der so zeitgenössisch ist, also ohne es zu wissen, war schon sehr, sehr beeindruckend. So, nun sind wir wieder zum Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat dieses Special gefallen und ich hoffe, ihr schaltet vielleicht am Sonntag wieder ein, wenn wir dann mit Promising Young Woman weitermachen und unsere Meinung zu den besten Filmen 2021 wiedergeben. Und bis dahin wünsche ich euch noch schöne 2 Tage, bis wir uns dann wiederhören. Und macht es gut. Ciao, ciao.